groß und hochauflösend natürlich. Mit genau. 8K-Auflösung. Mit QLED, Technologie. QLED zeichnet sich aus durch extrem hohe Helligkeit und intensive Farbgebung. Genau, und man sieht jetzt auch hier schon an den Farben, wie das Ganze hier wirkt. Ja. Gerade hier in den Rottönen und Orangetönen und auch der Himmel und so weiter. Ne? Die hier haben natürlich auch jetzt Demomaterial, das sehr schön die Auflösung wiedergibt mit dem ganzen Gras. Das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im YouTube-Team oder das gar nicht so genau wieder. Ja, ich denke mal, das wird man sich jetzt erahnen können, das dass ist das natürlich, natürlich jetzt hier live ein extrem scharfes Bild, selbst wenn man mit der Nase an der an dem Screen ist. Genau. Wahnsinnig hell, wie gesagt. Und ja. Und was natürlich auch jetzt hier dieses Jahr, sagen wir mal, noch besser geworden ist, das ist praktisch der 8K-Prozessor, der praktisch der Quantum 8K-Prozessor, der jetzt noch mehr Rechenzyklen praktisch leisten kann, der also jetzt hier, was die künstliche Intelligenz angeht, und kann jetzt, soweit ich weiß, 16 neuronale Netzwerke. Das heißt also, der kann jetzt beispielsweise erkennen, dass es sich jetzt hier um ein Fußballspiel handelt, dass er dann das Gras extrem grün macht, oder ja, ob das jetzt ein Kinofilm ist, der jetzt hier von Schwarzwerten lebt, und da kann der sich, wie gesagt, sehr gut drauf einstellen und immer die optimale Einstellung auch finden für das, was man praktisch sieht. Dann läuft ja. Er jetzt anscheinend im Demo-Modus. Jetzt haben wir sehr intensive Farben. Genau. Also was sagst du, Ecki? Bist du beeindruckt? Ja, ich meine, ich kenne die QLED-Technologie schon länger. Ist wirklich sehr hell. Ist es halt eine LCD-Technologie irgendwo. Ja. Von den Farben und von der Schärfe natürlich unangefochten sehr, sehr gut. Ja. Man muss auch jetzt mal hier, vielleicht kann man mal den Rand auch mal zeigen von dem Fernseher. Das ist natürlich sehr edel, hier in Edelstahl gehalten, und das sollte man vielleicht mal zeigen, dass der auch aufgrund, auch wenn er jetzt so viel Technik hat, dass er aber vom Rahmen und von der Tiefe her trotzdem immer noch, sagen wir mal, sehr schmal ist. Ja, Fernseher werden halt auch immer mehr zu einem Designobjekt, und das hat natürlich... Aber was die meisten Zuschauer jetzt interessiert, ist natürlich die Frage, was ist jetzt besser? Beamer, Heimkino als Beamer oder eher, sagen wir mal, als Fernseher? Wo sind die Vorteile? Ja. Was würdest du sagen? Das hängt einfach von der angestrebten Bildgröße ab. Natürlich ist so ein Fernseher viel strahlender, kann mehr Helligkeit erzeugen, und in hellen Umgebungen wie hier, man sieht das ja hier, kann auch ein sehr tiefes Schwarz erzeugen und einen hohen Kontrast. Allerdings sind die bezahlbaren Größen immer noch bis 80 Zoll. Knapp über 80 genau. Zoll limitiert, vielleicht noch was darüber. Kino beginnt meiner Meinung nach erst einmal bei 100, 120 Zoll. Ganz genau, und so würde ich das auch sagen. Also Freunde, bis 85 Zoll ist ein Fernseher, ein TV unschlagbar. Ja. Ja, der hat einfach das bessere Gesamtkonzept. Er ist einfach alltagstauglich. Ja, das bessere Setup, der ist einfach heller, bessere Kontraste, unproblematischer aufzustellen, aber sagen wir mal ab 100 Zoll, ja. Da ist es immer noch, und auch jetzt hier beispielsweise von Samsung, der The Premiere. Genau, Samsung eine Lösung für den Laser-TV, The Premiere, ein RGB-Lasergerät, das eben extrem große Bilddiagonalen erzeugen kann, über 100 Zoll, 110, 120, ich glaube bis 130 kann man relativ locker. Du, und ich kann dir jetzt schon vorwegnehmen, den wirst du später sogar sehen. Ja, schön, ja. Und du kennst dich ja aus. Genau. Du hast ja da schon abermals und viele Stunden in dieses Thema investiert. Und du kennst dich ja aus, du hast ja die letzten Farbnuancen rausgekitzelt. Also das Besonderheit von diesen Laser-TVs ist nicht nur die Bildgröße, sondern auch, dass sie tatsächlich den vollen BT2020 Farbraum aufspannen. Das ist eigentlich das einzige Gerät, das das kann. Und das kann schon zu extrem atemberaubenden Farben führen. Wenn man entsprechendes Material hat, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Genau. So, ich denke mir mal an der Station, wir sehen auch hier das Gesamtkonzept auch hier mit der Soundbar. Dass er dann praktisch auch mit dem, direkt mit dem TV zusammenarbeitet. Ne? Ja, wir und haben ja immer mehr mit dem Q-Sound-System. Immer mehr, genau. Hier haben wir eine Soundbar, das Handy,
Ja, das ist natürlich nur eine Einheit, sage ich jetzt mal. Das passt eben alles wie die Faust aufs Auge. Und es wirkt natürlich auch unheimlich aufs Ohr. Ja? Nicht nur aufs Auge, sondern auch aufs Ohr. Und das will man ja. Faust aufs Ohr. Und ja, und das Ganze ist, wie gesagt, auch Dolby Atmos fähig. Ja? Das heißt, da werden wir ja später auch noch auf unserer Tour, werden wir das also auch noch sehen, haben wir eine neue Soundbar. Aber das will ich jetzt nicht, da will ich mich aber jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das machen wir nachher. Und aber wie gesagt, lasst jetzt nochmal die beiden Fernseher nochmal auf euch wirken. Wie gesagt, bis 85 Zoll. Ich gucke jetzt gerade nochmal, das fängt ja dann bei 65 Zoll an, 75 Zoll und 85 Zoll. 85 Zoll. Ja. Das haben wir gleich. Aber vorher ziehen wir nochmal den UN-900B. Bitte auf den Buchstaben zu achten am Ende. Hier haben wir jetzt einen 85 Zoll. Und was man hier mal sieht, es ist wirklich ein. Das ist mal ein Gerät, das ich wirklich auch mal als rahmenlos bezeichnen würde. Also hier, rahmenlos werden die Geräte schon lange bezeichnet. Meistens haben sie aber immer noch so 5 mm schwarze Einrahmung. Aber hier geht das Bild jetzt wirklich bis auf 1 mm an den Rand. Und das wirkt gerade in so einer Größe dann auch nochmal rein optisch wesentlich eleganter, meiner Meinung nach. Ja gut, und jetzt sieht man auch jetzt schon mal die Bilddetails. Also das sind wahnsinnig, sagen wir mal, feine Impressionen jetzt hier in 8K in einer riesigen Auflösung. Und wir haben jetzt hier auch den Quantum 8K Q-Prozessor von Samsung mit drin und der auch jetzt mehr neuronale Netzwerke versteht, also die rechnen kann. Das ist ja hier die Schwierigkeit, dass bei so einer riesen Auflösung die Geschwindigkeit, dass das alles noch, sagen wir mal, ja. Also das flüssig ist. Wir schätzen ja viel. Wir haben ja hier wirklich 8K-Auflösung und viele Bildsignale, die kommen ja gar nicht in 8K, die kommen nur mit einem Viertel der Auflösung oder nur einem Zehntel der Auflösung, je nachdem, was man, wenn man Full HD und so weiter. Und dann muss das in Echtzeit hochgerechnet werden. Das sind extrem viele Rechenschritte, die da gemacht werden, unterschätzt das. Schlechtes Bild wird hier verbessert oder sagen wir mal perfekt gemacht, perfektioniert. Ja. Und das ist eben, wie gesagt, hier durch diesen neuen Prozessor jetzt möglich. Denn das muss man sich mal vorstellen, man hat bei 4K hat man, bei Full HD hat man 2 Megapixel, um mit Kameras zu reden, bei 4K hat man 8 Megapixel und hier sind wir bei 32 Megapixel. Ja. Und das ist natürlich dann eine extrem hohe Auflösung, die in Echtzeit so verarbeitet wird, mit bis zu 120 Hertz. Dann. Genau. Und hier haben wir auch eine wahnsinnig hohe Helligkeit, das müsste dann auch HDR 2000, könnte auch 4000 sein. Das gucken wir mal gerade. Guck mal, wie steht das hier? Ich denke, das sind 4000. HDR 4000. Aber das ist das 65 Zoll Modell, ne? Das 65 ist 3000. Genau. Also das Topmodell hat HDR 4000. Ja. Und das sieht man auch, ne? Wir sind jetzt ja hier auch in einem relativ hell Tageslicht beleuchteten Raum. Um das nochmal kurz zu erläutern für die Anfänger, HDR 4000, 3000, bei HDR geht es auch um diese Peak-Helligkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel kleine Details besonders hell abbilden will, zum Beispiel so ein Scheinwerferspot oder einen Polarstern oder Sonnenlicht, dann hat der HDR-Standard nach oben, ist eigentlich die Grenze offen, das geht bis 10.000 und der Dynamikraum, der geboten wird durch den Fernseher, der wird numerisch festgehalten. Das ist Minimum eigentlich 1000, obwohl da am Anfang und geht dann über 2.000, 3.000, 4.000. Eigentlich heißt das, je höher diese Zahl ist, desto heller können diese Highlights abgebildet werden. In der Durchschnittshelligkeit werden diese Zahlen eigentlich weniger erreicht, nicht 4.000. Auch der ist jetzt nicht bei 4.000 Nits im Betrieb, das wäre auch
sehr, sehr hell. Aber er kann tatsächlich diese Helligkeiten umsetzen für HDR. Und das ist ein großer Vorteil tatsächlich von der QLED-Technologie gegenüber der OLED-Technologie. Ja. Also hier sind wir jetzt immer noch bei Samsung Neo QLED oder QLED 8K. Genau. Und jetzt. Also hier ist der Fokus. Hast du bei diesen Geräten ist der Fokus praktisch auf Helligkeit, Auflösung und Farbwiedergabe. Genau. Und jetzt? Nee, das ist aber nicht der Trailer. So, hier sind wir zurück. Hier geht's jetzt, hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. Warte kurz. Hier ist es ziemlich dunkel. Also. Ja. Ja, hier haben wir die Evolution von Samsung, nämlich Q-Symphony Generation 2. Und zwar haben wir hier eine verbesserte Synergie zwischen Samsung TV und Soundbars. Verleiht der Szene einen atmosphärischen Sound. So, ich mach's ein bisschen lauter. Ich gebe euch was auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie ihr das natürlich jetzt erlebt. Aber er geht richtig ab. Das müsst ihr haben, wenn ihr euch hier einen Samsung-Fernseher zulegt, dann sollte der Sound. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels. To move it around mal, you mal drauf with 10-point accuracy. Ich weiß nicht, da geht das nicht da. Dann sieht man dich. Whether the soundscape sets the mood of a scene. Or captures the full extent. Secret. Ja, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das gehört eigentlich zu einem ausgewachsenen TV, gehört das dazu. Und es muss auch kein Samsung sein, muss man dazu sagen. Aber mit einem Samsung Q-Sound-System arbeitet es natürlich intelligent zusammen. Und man kann auch den kompletten Fernseher als Sound in diesem Soundsystem nutzen. Wie gesagt, Dolby Atmos, das ist virtuell und ein sehr, sehr schönes Erlebnis.